denn? Ups. Warte mal, ja, hier. Ich versuche drüber das. So, wo bin ich? Ach, da. Folge mir, Kamera, ich bin stärker. Folge mir, Kamera, ich bin stärker. Ja, ich war so vor. Siehst du nicht, wie ich schon am Sterben bin? Warte, ich muss den Charakter wechseln. Ich habe hart gekämpft für dieses Leben. So, blöd. Ja, bleib, wo du bist. Häng einfach so lässig ab. Jetzt kannst du. Das ist also charakterabhängig. Also. Der. Ja, jetzt kommen wir erstmal wieder nach oben und sind nämlich auch erstmal nicht. Woran können die sich denn festhalten oder nicht? An nichts. An dem bisschen Holz da drüben. Sollten wir nicht erst nach Margaret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen? Die passt schon auf sich auf. Sie speit einfach Feuer auf jeden, der sie auch nur falsch anblickt. Das stimmt. Kümmern wir uns erst um die Kobolde. Nee, da geht's nicht weiter. Zumindest momentan nicht. Verteilst du dann mal die Punkte? Da. Zwei haben wir. Weißpfeile, Feuerschwert und ein Schwert. Oh, ein Feuerschwert. Der Junge, der in Flammen steht. Hallo? Wie kann er denn hier drauf nicht seinen Hammer benutzen? Denn das geht nicht, du kannst das nicht festhalten, während ich da drin stehe. Du cheatest. Ich verstehe schon. Zeig ich ja, du cheatest. Bau halt hier die zwei Kisten, vier so. Kisten übereinander. Das war der falsche Knopf. Wenn ich den denn noch. Mit dem anderen Joystick. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Hier, geh zu der Tante. Na. Rollen für 200. Der Graben war zu tief. Wenn der Wasserpegel doch nur höher wäre. Noch mehr Wasser. So, und jetzt hast du das Wasser und versuchen, da drauf zu kommen. Den sie sich da nicht fest. Oder? Jetzt müsstest du auf den zweiten hochspringen können, genau. Wo kommt das denn her, Mensch? Lass uns vorbeigehen.
vermuten, dass wir dort noch hin müssen. Ja, guck mal in die Kiste. Nee, doch nicht. Ich glaube, wir müssen da rüber. Da ich im Wasser gar keine Pfeile schießen kann, kann ich auch keine Eisplatten machen. Dann sind wir hier verdammt. Wir müssen sterben. Ich bring mir einfach den Kopf. Du könntest trotzdem immer noch Eisplatten machen. Hier drüben? Ich geh erstmal, nimm erstmal den Zauber weg. Hey, du, also ich will den Zauber weg. Machen. Der Graben war zu tief. Wenn der Wasserpegel doch nur höher wäre. Er braucht schon mehr Wasser. Guck mal, ich habe eine Holzkiste. Heb dich doch an der Holzkiste fest. Oder bleib da. Na, häng dich da dran, genau. Warte. Jetzt halt doch mal still. Oh, bist du fett! Oh. Ich nicht jetzt. Ja, ist auch eins. Mhm. Ich mach das nicht mit Absicht. Stehst du? Ja. Nicht bewegen. Kannst du voran? Nee. Ne. Da oben ist irgendwas. Oder? Ja, nur irgendwie. Das ist doch nichts. Also, Leben. Also, Erfahrung. Das da ist doch. Alles muss so gut. Was ist denn das jetzt hier? Der greift ihn nicht mehr richtig an. Du bist der Angst. Oh, da müssen wir auf den Abgrund. Okay. Sind wir gerade auf Abgrund gekommen. Yeah.
Richtung. Irgendwo eine Kiste gehabt. Damit willst du was? Dich darüber bringen? Alles kaputt. Noch die Fässer alle kaputt. Bevor wir jetzt hier noch länger überlegen, wie wir dich darüber kriegen. Weil der ja sofort wieder runter geht. No. Ich dachte, ich kann hier irgendeinen geilen Pack bauen. Der fällt halt lang. Nur wenn ich den Knopf drücke. Der ist trotzdem relativ lang. Hm. Hier ist eine Kiste. Stein. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich hier die Statue anzünden. Eine Runde gehen wir nicht. Achso. Hm? Dann bräuchtest du wahrscheinlich hier so eine Planke, dass man da noch das Wasser rüber. Ach so, warum? Genau. Benutzt mal den Kopf. So, das müsste schon reichen. Ja. Die luftdurchlässige Planke, die kein Wasser durchlässt. Hey. Hallo? Ja. Nichts passiert. Hallo jetzt. Wer schießt denn der Mensch? Hör doch mal ab damit. Eine Kanonenkugel hier. Ich mit so einem Box hier. Auch zu den ganzen Dingen ziehen kannst. Die hier links rumhängen. Warte. Noch weiter nach links. Hey, da. Du hast mich ja die ganze Zeit genau um den einen drum rum. Das hab ich nicht gesehen. Ja, weiter links gibt's theoretisch auch noch. So, irgendwas zum. Jetzt. Ja, warte, wir kriegen eine neue. Ist das eigentlich noch eine? Oh komm, nee, das ist das Feuerding.
Mara ist mit mir hergerissen. So, ich hab die Kiste. Du bist ja gestorben. Weil, wo bin ich jetzt schon mit rausgekommen? Jetzt bist du bei mir. Oh. Gott, Walter. Warum gehst du eigentlich da drauf? Keine Ahnung, weil du dich da nicht drauf bewegt hast. Los jetzt. Mach mal die Kiste kaputt. Okay, komm da mal runter. Erst wenn die Kiste drauf ist, auf die Kiste springt. Jetzt. Ich fühle mich verarscht. Dann zieh du mal den Hebel. Okay, ich mach Kisten. Bedeutend schneller. Das war weit. Alleine. Ich glaube, das musst du kaputt machen. Du kannst vielleicht auch erst uns wiederbeleben. Bevor du dich hier selbstmörderisch. Warte, ich wollte nichts sagen. Troche. Halt! Bleibt stehen und hört zu! Wir haben die Margaret! Was? Amadeus! Weißt du was? Margaret! Oh, wo zum Teufel warst du denn? Sprich! Und zwar schnell! Der Lindwurm wird sich um euch kümmern. Ich wünsche einen guten Flug. Oh, jetzt begreife ich. Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin. Hä? Und denk dran, kommt nicht zurück, sonst ist die Frau dran. Gute Reise, wohin auch immer. Und bring endlich das Weib zum Schweigen. Vom Kobold Whis überlistet, ward das Trio von einem schrecklichen Lindwurm in ferne Lande geflogen. Wohin bringen Sie sie? Die Kobolde hatten gedroht, Margaret etwas anzutun, kehrten die Helden zurück. Feiglinge! Alles Feiglinge! Eine unschuldige Frau zu entführen! Naja, eine Frau. Eine düstere Wendung in der Geschichte der Helden. Mich würde mal interessieren, warum Drachen in manchen Kulturkreisen Lindwurm heißen. Das ist ein Rätsel, was wir heute nicht mehr lösen werden. Frühestens in der nächsten Folge. Tschüss.